herzlich willkommen zu einer neuen Folge Microsoft Flight Simulator. Heute habe ich mir gedacht, fliegen wir mal eine Runde in einem Ultraleichtflugzeug durch New York. Das Flugzeug habe ich eben schon gecheckt. Vor der Aufnahme habe ich schon alle Startchecks gemacht. Da ist eben ein Airbus A310 gelandet. Die Kantenplättung ist bei mir irgendwie nicht so schön. Vielleicht kann mir da jemand noch Tipps geben, was ich anders einstellen könnte. Endeavor 4921, hold short runway 31. Traffic is flight design FDCT on downwind. Ja, LaGuardia ist wirklich ein sehr schöner Airport. Warum hört man eigentlich das Navigation Aid hier? Das hier ist doch in dem Flieger eigentlich gar kein Navigationsavionik drin, abgesehen von dem, aber es kann sein, dass mit diesem Display hier Frequenzen eingestellt sind. Waypoint Infos, Frequenzen. Weil in einem Ultraleichtflugzeug, da gibt es ja eigentlich gar keine Navigation Aids. Also weil man fliegt ja nicht IFR mit dem UL. Das geht ja nicht, weil es nicht zugelassen ist. Und auch die Ausstattung von Avionik her nicht IFR-fähig ist. Und mal davon ganz abgesehen, hier ist ja noch nicht mal ein künstlicher Horizont eingebaut. New York ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Mir ist leider die Performance auf meinem 7 Jahre alten Computer nicht mehr so gut, wie man sieht. Es braucht alles mega lange, bis hier die Details geladen sind von den 3D-Objekten. Und in so einer Stadt wie New York, da habe ich leider ab und an mal Frame-Drops. So wie jetzt gerade. Ich habe halt nur eine 1080 von der Grafikkarte her und auch meine Internetverbindung ist nicht die schnellste, wenn ich nicht mit dem LAN verbunden bin. Aber Manhattan ist schon sehr schön und auch der Central Park ist richtig schön. Aber ja, hier sind, glaube ich, zu viele Bäume. In der Realität sind nicht so viele Bäume im Central Park.
uns ist jetzt der Hudson River. Auf der linken Seite sieht man jetzt auch ein Kreuzfahrtschiff. Schauen, ob ich gleich zum Times Square fliege. Okay, das Empire State Building ist hier auf der linken Seite. Chrysler Building ist das Gebäude, was da jetzt markiert ist, da hinten. Da könnten wir kurz hinfliegen. Flatiron Building. Das ist da vorne. Also New York mit der Fotogrammetrie ist schon wirklich unglaublich, wie detailliert hier die Gebäude sind. Downtown Manhattan ist schon sehr genial, ist extrem genial. Ich kann nur jedem mal empfehlen, New York im Flugsimulator zu erkunden. Okay, da ist ein Gebäude, da steht MetLife. Ja, 1400 Fuß ist in der normalen Stadt schon eine etwas größere Höhe, aber hier in New York ist das definitiv zu niedrig mit den ganzen Hochhäusern. Da muss man schon mindestens 2000 Fuß Höhe haben. 2400 Fuß, 2500 Fuß ist eigentlich eine angemessene Höhe über den Hochhäusern. Aber im Flugsimulator ist halt der Vorteil, dass nichts passieren kann. Selbst wenn man in ein Gebäude crasht im Flugsimulator, hat es halt keine ernsthaften Konsequenzen. Das ist der Vorteil von Flugsimulatoren. Oder wenn jetzt der Motor ausfällt im Simulator und man dann keine gute Notlandung mehr schafft, hat das natürlich zum Glück auch keine Konsequenzen. Von daher können wir im Simulator natürlich auch tiefer fliegen als in der Realität. Und in New York gibt es ja auch No-Fly-Zones, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 errichtet wurden. Aber ich habe mir tatsächlich jetzt nicht die Lufträume angeschaut, weil ich fliege hier nur zum Spaß und ja. Da vorne sehe ich schon die Freiheitsstatue von New York. Ich würde sagen, wir fliegen zur Liberty Island.
dann fliege ich zurück nach LaGuardia und lande wieder in LaGuardia. New York gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Wir fliegen jetzt noch einmal zur Freiheitsstatue und ich denke, das wird nicht das letzte Video gewesen sein, wo ich in New York fliege. Einfach weil New York so eine spektakuläre Stadt ist. So, wir sind an der Freiheitsstatue vorbeigeflogen und jetzt zurück nach LaGuardia. Grafik ist schon phänomenal im Flugsimulator, aber in mir ist es halt leider relativ viel am Nachladen. Was glaube ich auch zum Teil an meiner langsamen Internetverbindung liegt.
Empire State Building ist schon ein schönes Gebäude, wie ich finde. Ja, von hier sieht man auch wieder den Central Park. So, LaGuardia Airport ist in Sicht. Kilo Lima Golf Alpha ist der Airport Identifier. Der ICAO-Code ist identisch mit dem IATA-Code bei den Airports in den USA. Zumindest von den internationalen Flughäfen. So, ich bin im gelben Geschwindigkeitsbereich. Ja, okay, das ist logisch, dass man sich nicht im Flug abschnallen soll. Weil dann, wenn man abgeschnallt ist, dann bringt einen die Sicherheitsgurte ja nichts. So, ich muss kurz die Fahrt reduzieren. Ah, okay, und da landet gerade ein Airliner. Ja, ich bin im Multiplayer und fliege gerade nicht auf Watzim. Auf Watzim würde ich natürlich sowas nicht machen, aber das ist der Casual Multiplayer hier vom Flugsimulator. Der Public Multiplayer, deswegen ist es hier so ohne ATC quasi nicht alles komplett unkoordiniert hier im Public Multiplayer. Ja, ich bin schon wieder immer noch zu schnell. So. Klappen voll raus. Wir sind immer noch sehr hoch, also slippen wir. Querruder links und volles Seitenruder rechts. Der Wind kommt von links. Ja, das ist wieder eine Crosswind Landing. So, die Piste ist ja hier lang genug, also braucht man sich nicht stressen. Okay, ich bin jetzt neben der Centerline gelandet, aber mein Joystick-Setup ist auch wirklich sehr, sehr schlecht. Es ist schon 15 Jahre alt und es funktioniert immer noch einigermaßen, aber wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wenn ich den Joystick minimal bewege, dann fängt der komplett an zu zittern. Also bitte don't judge my landing skills, weil es liegt auch an meinem kaputten Joystick, dass hier auch wenn ich zum Beispiel drücke, wie stark das hier alles zittert, dass der Poti, der ist hinüber vom Joystick. So, ich würde dann mal sagen, ich beende diese Folge an dieser Stelle und bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann und ich sag jetzt Tschüss, ciao.